Auf wessen Seite stehen wir eigentlich? Auf Ihrer oder auf der Seite der Bank? Ich bin Kolja Sass, ich bin Geschäftsführer der Bestens Beraten GmbH. Wir sind spezialisiert auf Immobilienfinanzierung und ich habe in den letzten Wochen den Eindruck, dass manch einer denkt, dass wir nicht auf seiner Seite stehen, sondern auf der Seite der Bank. Denn wir bekommen manchmal Unterlagen so nach so einem Minimalprinzip eingereicht, möglichst viel geschwärzt, möglichst viel weggelassen, möglichst so, dass es für uns besonders kompliziert ist, es zu bearbeiten, weil wir erstmal rausfinden müssen, was wir vielleicht noch rausfinden könnten. Und der eklatanteste Fall, den ich die Woche hatte, da hat jemand ein abbezahltes Grundstück und hatte dieses Grundstück aber über eine andere Immobilie besichert, finanziert und hat uns diese Finanzierung vorenthalten. Das hat insgesamt dazu geführt, dass wir wesentlich längere Bearbeitungszeit hatten und schlussendlich auch eine Bank nehmen mussten mit etwas höheren Konditionen. Hat sich derjenige also ins eigene Fleisch geschnitten, nur weil er nicht wusste, dass wir auf ihrer Seite stehen.